Dr. Alan Finestone praktiziert wieder. Es ist nur eine Kleinstadtpraxis. Und tut das, was er am besten kann. Schön weit aufmachen. Er arbeitet unter neuem Namen. Jamie Devers, das ist Dr. Lawrence Caine. Guten Tag, Larry ist gerade hierher gezogen. Ich glaube, hier halte ich's aus. Und er gibt seinen Patienten... Bitte lächeln. ...die Behandlung, die sie verdienen. Ich habe das Gefühl, dass er eine Bereicherung für unsere Stadt sein wird. Was fehlt Ihnen? Mein Zahn spielt verrückt. Möchten Sie, dass ich nachsehe? Wird es wehtun? Eigentlich nicht. Der Typ vom Motel meinte, der einzige Zahnarzt der Stadt wäre tot. War nicht leicht, sie aufzuspüren. Aber seine Vergangenheit holt ihn wieder ein. Sie kommen mir bekannt vor. Was wissen Sie über mich? Und sein Geisteszustand... Alles in Ordnung, Larry? ...fängt an, sich zu verschlechtern. Sie haben ja nie von Robbie erzählt, oder? Kleine, brave, gut erzogene Unschuld vom Lande. Sieh dich doch an. Nein, ich bin nicht verrückt. Zeig ihr den Feinstone. Zeig der Schlampe den Feinstone. Ich bin kein Monster. Er ist ihr schlimmster Albtraum. Oh mein Gott. Und wenn er zum Bohrer greift, herrschen Angst und Schrecken. Sie sehen schon viel besser aus, ehrlich. Aufhören! Ihr Problem mit dem verfärbten Zahn ist kein Problem mehr. Du erlebst den Beginn einer neuen, patientenfreundlichen Ära der Zahnheilkunde. Ich werde dir dein Gesicht verschönern. Sie ahnen nicht, wie die Leute ihre Zähne vernachlässigen. Verschwinde, lass mich in Ruhe! Schön weit aufmachen, Jamie! Töten wirkt befreiend. Wann waren Sie das letzte Mal zur Kontrolle? Schön weit aufmachen.